Jetzt kommt Elisabeth Herr, die Umwelt- und Klimasprecherin der SPÖ, zu Wort. Julia Elisabeth Herr. Ah, die hat ihren Einsatz verpasst, macht sich gerade auf den Weg. Dankeschön, Frau Präsidentin, sehr geehrtes Hohes Haus. Heute beschließen wir ein Budget für die kommenden Jahre. Und Herr Finanzminister, ich habe Ihnen bei der Budgetrede ziemlich gut zugehört. Und da haben Sie gesagt, dass wir alle die Krise spüren. Schauen wir uns einmal an, wie spürt denn die OMV die Krise? Nämlich mit 3,3 Milliarden Euro Gewinn. Nicht dieses Jahr, dieses Quartal. Das ist eine Verdreifachung. Ja? Heuer waren es insgesamt in 9 Monaten 9 Milliarden und das Jahr ist noch nicht um. Während also arbeitende Menschen diese Krise tatsächlich am eigenen Leib spüren, wenn die Butter oder die Milch um 50% teurer werden, spüren sich manche Konzerne offensichtlich gar nicht mehr. Und jetzt kommt aber die Kritik, nicht nur, dass sie diese Übergewinne nicht abschöpfen, da findet sich dazu aber nichts in dem Budget, das wir heute beschließen. Ist es auch noch so, dass für diese Unternehmen und Konzerne jetzt die Steuer gesenkt wird? Das geht sich nicht aus, wenn man sagt, das Budget ist politikgegossene Zahlen, dann ist dieses Budget eine Ungerechtigkeit, die hier niedergeschrieben wird. Und das ist Politik und das ist der Punkt für das Top 1%. Und das ist auch nicht so dahingesagt, sondern beweisbar. Wenn wir uns anschauen, wie viele Milliarden wird uns das kosten, diese Senkung der Gewinnsteuer, wohin fließen denn diese Gelder? Fließen 2/3 der gesamten Summe an das Top 1% der Unternehmen. Da ist nichts für die kleinen Betriebe, da ist nichts für die Einpersonenunternehmen. Das ist Klientelpolitik, die wir uns nicht leisten können in dieser Krise. Und im Übrigen werden diese Gelder fließen, unabhängig von jeder Klimaschutzmaßnahme. Milliarden fließen da jetzt an die größten CO2-Schleudern in diesem Land, muss man auch sagen. Und das geht nicht. Wir brauchen dieses Geld für den Ausbau der Kinderbetreuung, gerade für die jungen Frauen so wichtig, für die Unis, dass die Lehrsäle nicht kalt sind und auch für den Klimaschutz natürlich, sehr geehrte Damen und Herren. Und wenn wir da schon dabei sind, wir verhandeln jetzt ein Gesetz, dass spätestens bis 2040 der Ausstieg für alle Haushalte aus Öl- und Gasheizungen gelungen sein soll. Dass dann jeder eine umweltfreundliche Heizung zu Hause hat, wo man nicht auf Kosten der Natur und der Umwelt heizt durch Treibhausgase. Wo es in der Regel auch billiger ist als Putins Gas. Wo wir nicht abhängig sind von Gasdiktatoren. Und wo dann auch mit der klimafreundlichen Heizung kein CO2-Preis zu zahlen ist, weil die Energieform erneuerbar ist. Dafür stehen wir als SPÖ. Das ist ganz klar. Aber uns ist auch klar, dass das eine Riesenherausforderung ist, wo man nicht die Haushalte für sich alleine lassen kann, wo viele das finanziell einfach nicht stemmen können. Und deshalb braucht es die staatlichen Förderschienen, und zwar braucht es die langfristig. Und wenn wir uns dieses Budget jetzt anschauen, dann sehen wir, dass da einige Förderschienen für die Industrie, für die Energieeffizienz in der Industrie, die laufen bis 2030. Für die Haushalte und vor allem für die einkommensschwachen Haushalte, wo es eine Förderung von bis zu 100% einfach brauchen wird, wenn man die nicht allein lassen will, da läuft die Förderung nur bis 2026. Warum? Werden dann in 3 Jahren keine Heizungen mehr getauscht werden müssen? Ich glaube schon. Die Umweltministerin argumentiert bei der Industrie, da braucht sie eine langfristige Sicherheit. Für die Haushalte braucht es die auch ganz klar. Und deshalb bringe ich den Abänderungsantrag ein. Ziffer 3 lautet, in § 6 Absatz 2f Zeile 1b wird die Wortfolge sowie in den Jahren 2023 bis 2025 insgesamt einen Barwert von maximal 1.140 Millionen Euro durch die Wortfolge sowie in den Jahren 2023 bis 2030 insgesamt einen Barwert von maximal 3.870 Millionen Euro ersetzt. B, die Ziffer 4 lautet, viertens in § 6 Absatz 2f Zeile 1c wird die Wortfolge 2023 bis 2025 durch die Wortfolge 2023 bis 2030 sowie die Wortfolge 190 Millionen Euro durch die Wortfolge 1.140 Millionen Euro ersetzt. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit müssen Hand in Hand gehen. Sichern Sie den Haushalten die Förderung zu, die sie dringend nötig brauchen, um die Energiekrise wirklich zu meistern. Vielen Dank.